Oh Leute, so viele Neuigkeiten. Das Cobra-Update ist gestern rausgekommen und heute, ihr seht das Video jetzt am Freitag, also vor 2 Tagen, am Mittwoch, kam auch endlich das Warzone-Update raus. Und ich fasse heute mal alle Neuerungen zur Story und Bugfixes und so für euch zusammen. Deswegen fangen wir gleich an. Erstens, das Update war, glaube ich, eins der größten Updates, die es je gegeben hat. Auf PlayStation 52 GB, auf Xbox 58 GB, also um genau zu sein 57,8. Und auf dem PC für nur Warzone 52,4 GB und mit Warzone und Modern Warfare ganze 133 GB. Gibt an alle Leute unter einer 100K-Leitung. Dazu wurden Bugfixes, gibt es nun. Also der Death Error wurde gefixt auf der Xbox für Fehler 6634. Und es wurden Untertitel verbessert oder gefixt von Sims, Beck und Garcia, die sowieso keiner spielt, weil entweder jeder den Rose oder Milsim-Skin spielt, aber ist gefixt. Hinzu kommt, dass das Gameplay angepasst wurde. Also einige Fixes im Gameplay gab es auch noch. Unter anderem hatte ich, das ist mir tatsächlich jetzt gestern, also am Dienstag aufgefallen, da habe ich mit einem Zuschauer gespielt und meiner Freundin und es gab teilweise Matches, da hast du nicht eine Platte gefunden. Und das haben sie jetzt gefixt. Es wird also, du hast immer dieselbe Chance, Platten zu finden. Also es wird kein Match mehr geben, an dem man keine oder kaum Platten findet. Dann gibt es, die taktische Map wurde überarbeitet. Also es, du kannst jetzt auch auf der taktischen Map mit einem Doppelklick eine Gefahr pingen. Also nicht nur mit dem normalen Ping, sondern auch auf der taktischen Map. Dann, wenn du über ein Objekt fährst, dann steht da jetzt auch der Name des Objektes, damit du genau weißt, was, über was du gerade bist. Weil manchmal sind Aufträge ja auch direkt übereinander. Und es soll einfacher sein, Dinge zu pingen. Wenn du zum Beispiel 2 direkt nebeneinander liegen, soll jetzt besser erkannt werden, welches, was genau du meinst. Und danach, ja, Delete Pings oder Pings löschen wurde jetzt zu Pings entfernen verändert. Die Bezeichnung, gut, wer sich daran aufhängt, bitte. Auf Rebirth Island gibt es jetzt auch einen Fix. Da konntest du wohl über einen Glitch aus der Map rausbuggen bei dem Chemical-Gebäude. Das haben sie jetzt auch gefixt. Zusätzlich kommt, dass du in Plunder jetzt dein Self-Revive droppen kannst. Warum auch immer. Also ich muss sagen, ich fände es cool im normalen Warzone, dass man ein zusätzliches Self-Revive kaufen kann und dann sein bestehendes droppt oder ein, das, was man kauft, droppt, damit man nicht immer das Geld hin und her werfen muss. Das wäre eine coole Sache, aber so an sich sehe ich da jetzt keinen Mehrwert draus. Zumindest also auf jeden Fall auch nicht im Plunder. Dann ist es so, dass wenn du jetzt auf der Maus den Ping-Knopf gedrückt hältst am Maus und Keyboard, dann kannst du alle deine Pings auf einmal löschen. Zusätzlich, wie ich es auch in meinem letzten Video gesagt habe, die ganzen Updates, die ganzen Cold War Waffen-Updates, die waren nur für Cold War bestätigt. Für Warzone ist noch nichts bestätigt gewesen und so ist es auch gekommen. Es wurde eine einzige Waffe angefasst, das ist die AUG. Da wurde der Recoil ein bisschen erhöht. Das war's. Ganz ehrlich, ich habe mir ein Video angeguckt. Der Unterschied ist sehr überschaubar. Aber mal gucken, was jetzt noch mit der neuen Season kommt. Zusätzlich wurden diverse Aufsätze angefasst, zum Beispiel der Mündungsfeuerdämpfer. Ja, da steht jetzt auch, dass er das Mündungsfeuer dämpft. Dann gibt es einen langen Lauf der Cavalry Lancer, also der gegen Fahrzeuge. So, der hat in Warzone keinen zusätzlichen Damage an Vehikeln gemacht, also an Fahrzeugen. Macht er jetzt schon. Dann wurde der Zoom bei variablen Zoom, also das Umschalten, flüssiger gemacht, angenehmer gemacht. Wenn du zum Beispiel gegen die Wandlicht lehnst, dann hat das wohl nicht mehr so sauber funktioniert. Dann gab es einige Probleme, während du in der Zielvorrichtung warst bei einigen Waffen, dass die Animation vom Schießen irgendwie verbuggt war, was ich auch noch nicht mitbekommen habe tatsächlich. Und es gibt verschiedene Läufe, machen jetzt auch genau das, was dort steht. Es war wohl so, dass einige Läufe beispielsweise die Schussgeschwindigkeit erhöht haben, obwohl es da gar nicht stand. Das haben sie jetzt auch gefixt. Dann gibt, das war es jetzt schon eigentlich mit den Update-News zum Thema Warzone und Modern Warfare. Was jetzt noch dazu kommt, es gibt einige Gameplay-Änderungen. Und zwar ist es so, dass es jetzt neue Killstreaks an den Shops gibt, das, was es auf Rebirth Island schon vorher gab, diese kleinen Autos. Die gibt es jetzt auch in Warzone zu kaufen und auch, glaube ich, auch zu finden. Eigentlich eine coole Sache. Ich muss aber sagen, ich finde das, also es bringt ein bisschen frischen Wind rein, ja, aber ich persönlich für mich habe das Auto, ehrlich gesagt, nie genutzt. Und jetzt aber, was sehr, sehr, sehr spannend ist und wo ich auch wirklich gespannt bin, wie es da weitergeht, diese gelben PCs, die wir in den 3 Bunkern hatten, die sind jetzt Shops. Das sind jetzt, ich sag mal, verbesserte Shops, wo ihr sämtliche Sachen kaufen könnt, die eigentlich nichts Besonderes sind. So teurere Sachen, zum Beispiel für 12.000 eine verbesserte Drohne oder noch andere Sachen. Das ist einfach ein verbesserter Shop für teurere Sachen. Aber es gibt 2 Sachen, die sind da schon ein bisschen komisch. Das eine ist das Bombardement. Ich werde es euch hier auch gleich nochmal im Gameplay einblenden, dass ihr seht, wovon ich rede. Ich dachte eigentlich, dass die Prozentanzeige sich von diesen Computern erhöht, weil das vielleicht irgendwie ein Initiator für die
die Raketen ist. Jetzt sind sie Shops. Mal gucken, ob sich da noch was tut. Ich weiß es nicht. Aber die Shops, da könnt ihr, wie gesagt, mit einer Schlüsselkarte ein Bombardement kaufen. Und so wie es sich liest, könnt ihr mit dem Bombardement das Gebiet, wo die Zombies sind, Raketen abwerfen oder abschießen. Anscheinend könnt ihr nicht aussuchen, wo die landen, sondern die fliegen direkt zu den Zombies. Hat wahrscheinlich was mit der Story zu tun, die sich jetzt langsam aufbaut. Es kommen auch in-game jetzt so Meldungen, dass das Sicherheitsprotokoll erhöht wurde und Schutz aufsuchen soll. Finde ich auch cool, dass die Story da jetzt endlich mal vorangeht. Mal gucken, was bei 130 GB noch so drin ist. Da kommt es ja bestimmt noch Luft nach oben. Und die andere Sache bei dem Shop ist, dass man jetzt das Perk, was man eigentlich ganz selten mal in den Bunkern gefunden hatte, nämlich Voraussicht, jetzt für 20.000 kaufen kann. Das heißt, ihr seht bis zur allerletzten Zone, wo sich die Reise hinbewegt. 20.000 finde ich schon fast ein bisschen zu wenig, weil wenn ich sagen muss, wenn du wirklich im Vierer-Squad spielst, ein gutes Squad hast und vielleicht ein, zwei Aufträge machst, hast du ganz schnell 20.000 zusammen. Und das werden wahrscheinlich viele machen. Auch in dem Parkbunker, wenn du da einmal durchgehst, bei den ganzen roten Kisten, die da drin sind, hast du auch direkt 20.000 zusammen. Also, ich glaube, sie werden den Preis nochmal ein bisschen in die Höhe treiben. Müssen wir aber gucken. Ich bin erstmal gespannt, wie sich das Ganze bewegt. Ich bin froh, dass es endlich vorangeht und sagt mir gerne eure Meinung, was ihr dazu denkt. Endlich haben wir da wieder so ein bisschen Futter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.